Die ProWein in Düsseldorf ist Europas größte und bedeutendste Weinmesse. Fast 1000 Aussteller gab es im französischen Pavillon. Dort begleiteten wir zwei Weinexperten. Den Weinblogger Jochen May von weinbilly.de und den Master-Sommelier und Weinblogger Hendrik Thoma von weinamlimit.de. Auf ihrer Tour de France testeten sie 4 Weinstile aus unterschiedlichen Regionen. Der erste im Test war ein La Côte de Montagnée mit dem Stil unkompliziert und entspannt. Genau, jetzt geht's aber. Okay, jetzt geht's zur Sache hier. Genau. Merci. Oh la la. Ein wunderbarer Weißwein. Ah. Merci beaucoup. Welchen Wein? C'est quel vin? Ah, das ist ein La Côte de Montagnée, das ist eine Einzellage an, okay, an der Loire. Die Region ist die Sancerre, ich glaube. Zentralfrankreich auf jeden Fall. Ganz genau. Und ganz lustig hier, man sieht es hier, ne, diese fossilen, ja, Einschlüsse hier. Vielen Dank. Haben wir ja hier einen, genau, Stein, die sich schon mal aufgebaut haben. Ich weiß nicht, ob jetzt was drin ist. Und jetzt kommen wir zu dem Wort mineralisch. Jetzt, genau, kann man mal, riech mal an dem Stein. Na, ich finde immer an Steinen riechen dann. Ja, absolut. Und jetzt riechen wir mal im Wein. Wobei sehr schön fruchtig, ne? Das liebe ich immer bei Sancerre. Ich mag diese Fruchtigkeit. Das Sauvignon Blanc ist die Traube in diesem Fall. Die, genau, ist ja per se sehr, sehr fruchtig. Sehr frisch. Ja, riecht so schön nach Zitrusfrüchten, nach Grapefruit. Genau. Und, riecht auch so ein bisschen wirklich steinisch. Hat aber eine tolle Nase auf jeden Fall. Hm. Ganz trocken, ganz frisch, schöne Säure. Oh, ich könnte mir jetzt vorstellen, Ziegenkäse dazu, aus der Region, die Kräutern. Oder? Gut, überhaupt Kräuter. Einen tollen Salat, könnte ich mir auch vorstellen, einen wunderschönen Salat mit Kräutern oder sowas, ein paar Coutons vielleicht da drauf. Leichter Aperitif, ne? Schalentiere, Krustentiere. Ja, ich glaube auch, das ist auch perfekter Wein. Also dadurch, absolut, ist der Sancerre, glaube ich, auch so berühmt geworden, ja, dass man ihn einfach gerade zu Krustentieren. Also jetzt mal ganz dekadent Austern, ja? Warum nicht? So ein paar schöne Austern irgendwie. Ja, wer sie nicht mag, kann, oder so, ne? Also, und wer sie nicht mag, kann Krevetten zum Beispiel, genau, dazu essen. Oder es gibt ja auch andere Sachen. Genau, wunderbar. Ja, ich finde ihn sehr schön. Sehr schön fruchtig, vor allen Dingen sehr mineralisch. Das ist typisch, ein klasse Typisch Sancerre. Für den Sauvignon sind ja so die leicht grasigen. Ne, so, also hat man hier aber jetzt gar nicht. Weniger, ne? Also das ist schon ein bisschen reifere Stilistik hier. Ja. Schön.